Herr Sky, bis jetzt konnten wir nichts finden. Aber komisch, ich habe da eindeutig was gesehen. Etwas weiter im Landesinneren. Werde mir das sonst selber später mal anschauen. Koordinaten hätten, wäre es leichter für uns. Ich war ja bisher noch nicht da, aber ich werde mal kurz schauen, ob ich die etwa erschließen könnte. Schüler, kannst du etwas spüren? Sehr stark. Wenn Was ist das denn? Captain Phasma, schauen Sie sich das an. strahlt eine Präsenz der lebenden Macht aus. Ich kann auch spüren, dass es lebt. Versuchen Sie vorsichtig die Pflanze aufzuheben. Yes, wie viele Kombis sind dann das? Allen gut. Alles in Ordnung. Mein Schüler, kannst du etwas spüren? Welche Richtung wir müssen? Nein. Captain Phasma! Sicher, dass er nicht meinen Absturz meinte. Nein. Sind wir uns sicher, dass er uns nicht in eine Falle locken möchte? Oder von unserer Base fernhalten möchte, wenn sich unser Architekt nicht mehr meldet? Architekt? Gehen auf dem schnellsten Weg zurück. Ich erreiche den Architekten. Vielleicht ist er doch noch nicht so gut geübt in diesen Aktionsgeräten.
Das Gebiet hier kommt mir bekannt vor. Wieder ein Rebellendroide. Ein Schüler. Wo ist Captain Phasma? Ich glaube, sie ist weiter nach oben gelaufen. Dort oben ist sie. Wir haben sich einen Überblick verschafft. Ja, da vor uns warten noch einige Kreaturen. Wo ist Captain Phasma? Sie sichert den Weg nach vorne. Sturmtruppler. Architekt. Pass mal, was ist diese pelzische Ratte? Ich weiß es nicht, aber es sah eigentlich... bräuchte eine Pause. Ich kann nichts dafür, es sieht einfach niedlich aus. Ob es vielleicht auch einen Nutzen hat? Deine Ratte, was soll das für einen Nutzen haben? Wer weiß, auch kleine Dinge können nützlich sein. Diese Erdvoreinheiten sind Droiden und keine organische Wesen, aber sie haben auch einen Nutzen.
Warum sollte diese kleine Ratte auch keinen Nutzen haben? Ja, jetzt sind wir im Besitz von GPS-Geräte. Oh, da könnte ich mal die andere verteilen. Ah ne, hat ja Captain, fass mal die Dinger. Mein Apparator. Endlich erreiche ich sie. Ein Lord links von uns ist noch ein Springer. Der Händler und hat mich darauf hingewiesen, dass sie mich zu erreichen versuchen. Der Händler ist bei Ihnen? Der war hier. Und ich werde Ihnen jetzt Meldung machen, dass er jetzt weiß, wo die unsere Basis ist. Sehr gut. Wir sind auf dem Weg zurück. Unterwegs sind viele Kreaturen. Ich melde Bedenken an, dass gut ist, dass der jetzt weiß, wo unsere Basis ist. Ich werde zur Sicherheit ein paar Wachtürme aufstellen. Bestätigt. Hoppla. Basis-Update. Mein Imperator, das Gehege für die Tiere ist fertig, sowie die Maschinenkammer. Zeigen Sie uns das Kreaturen-Lager. Mein Schüler, Captain Fasmo, nehmen Sie die Tiere gleich mit. Etwas abgelegen von der Basis. Hier wird auch ein Wachturm benötigt. Ich habe schon die nötigen Ressourcen dafür gesammelt. Sehr groß, gefällt mir. Da oben habe ich auch Sicherheitsbarrieren hingestellt, damit kein Raubtier hier reinspringen kann. Ich muss aber nochmal nach oben. Sehr gut. Vielleicht auch etwas, woraus die Tiere fressen können. Hätte ich als nächstes gebaut, Captain. Captain Fassmann, starten Sie unseren Sturmtruppler und meinen Schüler mit den entsprechenden Ressourcen aus, die wir erworben haben. Verstehe, ein Ortungssystem. Und eine Karte, die ich in Konferenzraum aufhängen werde, haben wir auch bekommen von diesem Planeten. Damit wir uns hier besser zurechtfinden in Zukunft. Nächste Konferenz wird wann sein? Dies wird länger dauern. Sturmtruppler? Wollen Sie den Maschinenraum sehen, mein Imperator? Natürlich. Mein Schüler, bitte schon die anderen Kreaturen kümmern, sie in den sicheren Bereich zu bringen. Ja, Mann.
Da mein Schüler jetzt nicht dabei ist, werden sie in Kenntnis setzen müssen. Vom Maschinenraum. Hier fehlt noch die Beleuchtung, aber wir haben ein neues Gerät, womit wir imstande sind, technologische Elemente herzustellen, die sehr wichtig sind für uns. Was mal, ist dies die Maschine, die Sie bestellt haben? Wenn Sie damit arbeiten? Ja, das wird die nötigen Bauteile herstellen können, die wir brauchen, um weitere von diesen Plasma-Waffen zu produzieren. Uns fehlen nur die Ressourcen, um diese Elemente herzustellen. Aber die Maschine funktioniert. Des Weiteren haben wir Elektrizität, mein Imperator. Das ist ein sehr simples Modell, was nach dem Dynamo-Prinzip funktioniert, aber dafür benötigen wir auch Gas. Dafür haben wir Strom. Nur noch der Treibstoff. Korrekt. Schauen aus, was wir mit dem Treibstoff hier auf dem Planeten machen können. Bio-Treibstoff riecht immer so streng. Ja. Oh, ich sehe, es geht weiter. Nach oben. Ja, mein Lord. Wird das mein Gemach? Das wird Ihr Gemach, Ihre Kammer, mein Lord. Captain Phasmas bleibe es ebenfalls fertig schon. Und des Schülers? Muss ich noch planen. Kümmern Sie sich jetzt erstmal um die Verteidigung. Da, wie erwähnt, ja schon Base bekannt ist. Phasmas Arbeitszimmer. Captain Phasma hat wohl die Karte hier aufgehängt. Nein, sie hat ebenfalls eine. Unten ist ah, eine das ist und die nächste Anfertigung. Okay. Korrekt. Gut, wenn wir bald den Treibstoff haben, können wir Fackeln austauschen. Immer in diesem verbrannten Geruch. Also das hier. Den Rauch besser ableiten. Vielleicht ein Fenster dahinter. Ich werde mir was ausdenken, mein Lord. Ja. Ich verlagere die Brennerei erstmal nach draußen. Verstanden. Konnten Sie aus dem Rebellenlager vielleicht noch Baupläne entwenden oder so? Das Rebellenlager war ja schon sehr fortgeschritten. Wollten Sie daraus etwas gewinnen? Ich bin nicht mehr rechtzeitig dazu gekommen. Mich hat es schon vorher getroffen gehabt, mein Lord. Immer hier ist Ihnen die Maschine gelungen, die Captain Phasma gebraucht hat. Das war damals Grundausbildung, Gegenstand in unserer Stormtrooper-Schulung. Standard-Ingenieursausbildung. Schüler? Meister, die Tiere sind im Gehege. Erinnern Sie den Architekten dran, die Futterschüssel zu bauen? Ja, Meister. Wenn er jetzt in die Base rennt und sagt, ja, wir brauchen die Futterschüssel. Captain Phasma, versuchen Sie mal die Information zunutze zu machen, die wir von Sky haben. Suchen Sie sich das stärkste Tier aus. Mein Lord? Ihre Hand ihm Fleisch geben, vertraulich zu machen. Die Hand, die ihn füttert, frisst er. Ich
Haben Sie Fleisch dabei? Ich bedauere, mein Lord. Würde ich es nicht versuchen. Oh, mein Schüler hat Ihnen Fleisch gebracht. Keine Angst, noch sind sie in Sturmtruppler-Rüstung. Jene bleiben zwar in der Rüstung hängen, aber ihre Hand wird keinen Schaden zu. Trauen Sie sich. Sehr gut. Bringen Sie auf. Bei so einem kräftigen Kerl ist das Tier wohl zu schmal. Dennoch ein sehr seltsames Gefühl, mal draufzusitzen, anstatt davor wegzurennen oder dagegen kämpfen zu müssen, mein Lord. Ich und mein Schüler werden uns um mehr Springer kümmern. Das hat sich herausgestellt bei der Expedition, sehr nützlich Fortbewegungsmittel, dass die heimischen Kreaturen sehr gut angreifen kann mit seinen Klauen. Ich habe den Futtertrog fertig. Sehr gut. Am besten in der Nähe des Tores, um die Fütterung der Tiere schnell erledigen zu können. Captain Phasma? Meister. Erfolgreich? Oh! Beeindruckend. Ich konnte auch bereits einige Ressourcen aus einem Stein extrahieren. Ein Bauherr, haben Sie das gehört? Wir konnten aus Herrn Sky Informationen über die heimische Kreatur ausfinden. Mit seiner Keule kann er die Steine zermalen. Man muss sie dann nur noch einsammeln. Hören Sie nochmal vor, Captain Phasma. Haben wir irgendwo noch einen Stein in der Nähe? Kraftvollen Schlag. Wow. Sieht sehr massiv aus. Ich möchte nicht so ein Ding abbekommen. Herr Sky meinte, mit dieser Keule ist es hier möglich, Steine zu zermalen. Nicht nur Stein, auch jeglichen Knochen, mein Lord. Das haben wir ja schon rausgefunden. Bei den Springern, die sie getötet haben, diese Kreaturen. Deswegen habe ich mich ja darum gekümmert, in Besitz zu kommen, dieser Kreatur. Willen aufzuzwingen. Jetzt. Womöglich finden wir noch weitere Kreaturen, die uns zunutze werden könnten. Ich und mein Schüler werden uns kümmern. Meister, wenn Sie gestatten, würde ich mich vorher etwas hin. Wir gehen alle zur Nachtruhe jetzt. Essen, wir sehen uns morgen um die. Captain Phasma. Jawohl, mein Lord. Nicht drum gekümmert, eine Nachtwache aufzustellen. Der Vogel steht noch wach, Nachtwache. Angenehme Nachtruhe. Wisst ihr, die Captain Phasma hat schon gemacht und ich? Ich muss unter der Treppe pennen. Unfassbar, wie kann mein erster Offizier eine Kahüte haben und ich muss unter der Treppe schlafen? Nein, nein, ein Imperator muss nicht unter der Treppe schlafen. Das wird eine Bestrafung nachziehen. Sturmtruppler-Architekt!
haben die folgenden 3 Nächte Nachtwache zu halten. So befehl mein Vater. Kann ja wohl sein, dass ich bei der Trepppenne muss her. Der pennt einfach gar nicht mehr. So, er steht auf Captain Fosma. Und hat Radeste wie das erste Zimmer gebaut. Ja, weiter hier so Wachtürme baut, brauche ich mehr Sturmtruppler, dann braucht man mehr Nachtwache. Pro Turm muss eine Nachtwache draufstehen, plus die Hauptbase-Tür. Oh Mann, ich brauche mehr Sturmtruppler. Hi, Codex! Habe ich in-game gesprochen, scheiße. Willkommen im Stream! So, dann gucken wir mal, ob Captain Fasma pünktlich um 5 Uhr die Sturmtruppler wieder weckt. Oder ob sie verpennt. Ja, ich hab's gemerkt, Codex. Aber vielleicht hat das Asselle höre. So, die Feuer gehen aus. Das ist eigentlich das Zeichen, dass Tag wird. Na, da hat man Stromtruplaxi. Nachtbericht. Mein Imperator, keine besonderen Vorkommnisse, alles friedlich verlaufen. Wir haben letzte Nacht über einen Codex geredet. Träumt? So ist es. Sturmtruppler, Ihnen ist 3 Stunden Schlaf gegönnt. Ich werde Captain Fasma darüber informieren. Bauen wollen, mein Herr. Wenn ich starte. Interessant. Ich sei Ihnen gewährt. Danke, mein Lord. Dann legen Sie sich danach hin. Zu Befehl. Mein Schüler, Sie bekommen eine Extra-Mission. Starten Sie sich mit allem aus, was Sie brauchen, um weitere Springer zu bändigen. Ich möchte sehen, ob du dafür schon bereit bist. Ich werde dich alleine auf diese Mission schicken. In 8. Konzentriere dich auf die dunkle Seite der Macht. Kommt nur zurück, wenn du erfolgreich warst. Ja, Meister. Captain Fasma. Sturmtruppler Architekt ist mit meiner Kammer beschäftigt. Der Schüler wird sich um weitere Springer kümmern und ich ebenfalls. Sie haben das Kommando in der Basis. Jo, mein Lord. Halten Sie Ausschau nach weiteren Lichtsignalen, falls neue Sturmtruppler nachziehen.